Ansicht. Zentrale, erbitte Befehle. Bestätigt. Ziel ist unterbrochen. Sichtkontakt wiederherstellen. Finden wir wohl bei Meteolab was Passendes. Guten Flug!
Bestätigt. Ziel ist Dr. Blum. Sichtkontakt wiederherstellen. Tschüss. Bis dann.
Okay. Du hast doch nichts dagegen, oder? Ich muss mir mal die Beine vertreten. Pause haben. Das ist doch ganz normal. Ja, aber ich habe Grupo Prospero mal etwas recherchiert. Santiago, weißt du, was wir jetzt nicht brauchen? Was denn, Thiago? Wir brauchen keine Tirade von Santiago über unsere Sponsoren. Dein Geschimpfe hat uns über die Jahre so viele lukrative Werbeverträge gekostet. So viele nun auch wieder nicht. Pulso? Die Akkus in ihren Telefonen waren ständig leer. Nucleo? Mein Computer kam mit den Maximaleinstellungen von Black Hand First Strike nie klar. José Medio? Die Hemden von denen tragen auf. Santiago? Ach, na schön. Kann ja sein. Aber das hier ist anders. Wieso? Hier geht es nicht um meinen anspruchsvollen Geschmack, Thiago, sondern um Moral. Grupo Prospero ist ein führender Verkäufer von Waffen, Fahrzeugen und Munition an die Schwarze Hand. Die Schwarze Hand schützt Solis vor Gefahren von außen und innen. Da wollen wir doch, dass die Schwarze Hand die besten Waffen hat, oder nicht? Ergo... War das Latein? Ergo ist Grupo Prospero etwas Gutes. Und ich bin stolz darauf, dass sie unsere Sendung sponsern. Aber warum werben sie überhaupt bei uns? Haben Sie viele Kunden unter unseren Zuhörern? Hoffen Sie, dass Esteban aus Kunai plötzlich einen Kampfhubschrauber für seinen Arbeitsweg zum Sägewerk oder einen Geschützturm zur Verteidigung seines Hinterhofes kauft? Es ist wohl eher eine Art Bekanntmachung. Du weißt schon, damit die Leute wissen, dass sie von den besten Soldaten der besten Ausrüstung verteidigt werden. Ja, aber sie stellen nicht nur Waffen für die Schwarze Hand her. Für wen produzieren sie denn noch Waffen? Für jeden, der sie bezahlen kann, Kumpel. Und ich habe gehört, dass auf Ihrer Kundenliste ein paar sehr interessante Leute stehen. Na, dann haben Sie eben ein hervorragendes Vertriebsteam. Und bringt das nicht mehr Geld für die Fabriken hier in Solis? Hör einfach auf, die Werbekunden zu beleidigen, ja? Sonst wird noch jemand deswegen gefeuert. Und das wirst nicht du sein, Santiago. Aus irgendeinem Grund halten sie dich für unentbehrlich in der Thiago und Santiago Show. Die wollen wahrscheinlich bloß kein neues Türschild zahlen. Na, kann sein. Aber sie werden jemanden feuern, der entbehrlicher ist. Jemanden, der für die Sendung selbst nicht gebraucht wird. Zum Beispiel Raphael. Meine Stuntleute haben gesagt, sie würden das nicht schaffen. Ich habe ihnen gesagt, dass du es kannst. Und ich irre mich nie, Schatz. Ja, ja. Er nickt nachdrücklich hinter der Scheibe.